Freddy bekommt einen Auftritt in der Johnny Carson Show, durch die schon die Beatles in Amerika berühmt wurden. Ladies and gentlemen, it's a song I have just recorded in the United States. A song written by Burt Kempfert. It's called Spanish Eyes. Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Er kriegte Airplay. Das heißt, die Leute riefen an. Der kriegte 5-mal am Tag, er kriegte 12-mal am Tag Airplay. Und die Sache fing an, interessant zu werden. Es wurden Commercial Copies, also wirkliche Schallplatten, in die Läden gelegt. Das ist denn der Moment, wo es wirklich kritisch wird. Denn wenn der Titel gespielt wird, muss er natürlich auch in den Geschäften liegen. Und wir waren schon hochgespannt, nicht wissend, dass der Capitol-Vertreter, die Capitol ist die EMI-Tochter in den USA, so helle war, dass er sagte, Mensch, den Titel, den habe ich doch schon mal gehört, der wird jetzt so oft im Radio gespielt, den haben wir irgendwo im Katalog. Und er geht seine Sammlung durch und findet auf einem Album unter B2 genau diesen Titel, ruft in Los Angeles an und sagt, Kinder, hier passiert was mit einem völlig unbekannten jungen Mann aus Deutschland, Freddy, und wir haben den Titel, also sofort die Single raus. Der Interpret der Capitol Records ist der in Amerika bekannte Sänger Al Martino. Im Handumdrehen erobert er mit Spanish Eyes das Land und fegt Freddy von der Bühne. Der Traum von Amerika zerplatzt. Doch ein Quinn zeigt keine Enttäuschung. Ja, sicher war es eine Enttäuschung. Auf der anderen Seite war ich nicht enttäuscht, dass ich mich nicht geirrt habe. Ich war nicht enttäuscht, dass ich mich nicht geirrt habe. Ich war beruhigt und ich sage, siehste, hast du doch einen guten Geschmack und hast du doch ein gute Idee gehabt mit Spanish Eyes. Für ihn ist es ja ein unglaublicher Erfolg gewesen, dass ich da plötzlich was tat in Amerika und dass sich dann das nicht entwickelt, das ist eine tragische Angelegenheit. Das wurmte ihn natürlich schon ein bisschen, das ist klar. Das wäre mir genauso gegangen, wenn ich ein Lied singe hier und es kommt nicht an und dann singt es ein Amerikaner, es wird ein Welthit. Aber er ist dann drüber hinweggekommen und hat also dann wieder sagen wir mal, heimische Kost bevorzugt. Daheim entstehen bis Ende der 60er Jahre 13 erfolgreiche Freddy-Filme, in denen der Sänger immer wieder den einsamen Mann verkörpert. Nur etwas härter als früher ist er geworden. Schnell ein Gewehr! Den Wasserschlauch! Zu spät! 5000 Menschen sind in der Vorstellung. Der Junge aus St. Pauli als Actionheld, der jede Gefahr meistert. Gefährliche Stunts spielt er selbst. Auf ein Double verzichtet er. Der Sänger und Schauspieler als mutiger Retter in letzter Sekunde. Eine Rolle, die mit seiner äußeren Erscheinung schwer in Einklang zu bringen ist. Mit dir, du brauchst nur lenken! Ein toller Junge ist er. Deutschland, Ende der 60er Jahre. Die jungen Leute hören Beatles, Stones, tragen lange Haare und protestieren auf den Straßen gegen den Vietnamkrieg. Freddy, um dessen Sängerkarriere es mittlerweile ruhiger wird, nimmt einen neuen Anlauf. In seinem Lied Wir denunziert der brave Junge aus St. Pauli die demonstrierenden Studenten. Er will nicht mit Gammlern verwechselt werden, wir. Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden, wir. Ihr lungert herum in Parks und in Gassen. Wer kann eure sinnlose Faulheit nicht hassen? Wir, wir, wir. Freddy behauptet, er habe das erfolglose Lied nur aus Loyalität gegenüber der Plattenfirma gesungen. Doch er kann zu dieser Zeit selbst entscheiden, was er singen will. Der Flop wird abgesetzt. Freddy landet trotzdem noch einen letzten Hit. Fern von zu Haus
und vogelfrei. Hundert Mann und ich bin dabei. Und ein Weg, den keiner will, Tag aus, Tag ein, wer weiß wohin, verbranntes Land, und was ist der Sinn? Also eines Tages überraschte er mich wirklich, aber wie? Also um es boxtechnisch zu sagen, kriegt er mich so auf den falschen Fuß. Als er sagte, du, ich singe diese Sachen nicht mehr. Ich sag, wieso? Das sind doch immerhin Lieder, die also von Millionen geliebt wurden. Auch heute eine ganze Generation, fast meine Jahrgänge, kriegen noch verklärte Augen, wenn sie also hören, Freddy. Nein, ich will das nicht, ich will Schauspieler werden. Der 50-jährige Entertainer ist am Ende seiner Karriere angelangt. Sein letzter Film ist ein peinlicher Flop. Freddy sieht seine Zukunft auf der Theaterbühne. Aber er kann dem alten Seemanns-Image kaum entkommen. Als er auf einer Londoner Bühne mit englischem Midland-Akzent die Rolle eines katholischen Priesters spielt, erfährt er sogar Lob, das ihm viel bedeutet. Eine der wirklich rührendsten und tollsten Begegnungen, die ich hatte, war, als einmal nach der Vorstellung beim Bühnenausgang eine Dame stand, hochfein, englische Dame, und ich guck, 50 Meter weiter oder 40 Meter weiter steht ein Rolls Royce mit einem Chauffeur, mit Uniform, mit goldbetresster Mütze, und die Dame sagt, excuse me, sir, Mr. Quinn, could you tell me a question? Answer me a question. Could you answer me a question? I said, oh lady, yes, sure. Anything you ask me, I will answer. My Midland accent. Also, darf ich Sie eine Frage fragen? Alles, habe ich gesagt, dürfen Sie mich fragen. Ich werde es beantworten. Are you really a priest? Sind Sie wirklich ein Priester? Ich sagte, nein, meine Dame. Sie haben mir das größte Kompliment gemacht. Fast das größte in meiner Laufbahn. Als Schauspieler, ich bin ein Schauspieler und ein Sänger und ich spiele die Rolle des Priesters. Oh, thank you, Mr. Quinn. Husch, Schlag aufgerissen, zugemacht, Rolls-Royce fährt ab und ich hatte Tränen in den Augen. Wie jetzt, wenn ich die Geschichte erzähle, wirklich wahr. Weil das war das, was ich in Deutschland nie bekommen habe, diese Anerkennung als Schauspieler. Sind die Damen da? Können Sie sich mal auf die Barhocker setzen? 1987 inszeniert der Gustav Gründgens Schüler Karl Viehbach die Bühnenfassung des Filmes Große Freiheit Nummer 7 am Hamburger Operettenhaus. Freddy spielt die Hauptrolle, die im Film sein Vorbild Hans Albers mimt. Mein St. Pauli, St. Pauli. Als er sich in der großen Lederjacke von Hans Albers fotografieren lässt, spottet die Presse, dass ihm die Rolle doch ein paar Nummern zu groß ist. Das ist Freddy Quinns Leben. Er ist ein Künstler, er ist ein, hat auch, es gibt einen Getriebenen, einen Mann, der kaum stillsitzen kann. Sie werden es kaum erleben mit Freddy Quinn, dass er mal 10 Minuten auf seinem Platz sitzt. Dann geht er rum und macht dies und jenes und dynamisch aktiv bis zum Gehtnicht. Auch mit 70 Jahren steht Freddy Quinn noch immer auf der Bühne. Ich kann's ja nicht lassen. Ich weiß noch, wie die erste Fahrt verlief. Ich schlich mich heimlich fort, als Mutter schlief. Als sie erwachte, war ich auf dem Meer. Im ersten Brief stand, komm doch bald wieder her. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hin.